Ein wunderschönen Freitag ab 1 am 23. September 2009. Ich habe meine Blessuren der letzten Woche überstanden, alles gut abgehalten nach dieser bösen Attacke von Frauke, die ja eigentlich Eva heißt. Und danke auch für die vielen Mitleidsbekundungen. Ich habe sie zurechtgewiesen, aber ich fürchte, es hat nicht geholfen. Mal sehen. Ich habe diese Woche herzhaft gelacht. Also richtig gelacht. Die CDU ist jetzt für einen Mindestlohn, für längeres gemeinsames Lernen und so weiter. Ich habe all die Dinge schon mal erzählt. Das war am 1. April und jetzt soll das angeblich wahr sein. Die CDU hat der SPD versprochen, all das in Mecklenburg-Vorpommern zu tun. Die SPD hat der CDU geglaubt und sich deswegen dafür entschieden, Zukunft jetzt auch mit C zu schreiben und mit der CDU weiter in der Landesregierung zu bleiben. Uns stört das tatsächlich ein bisschen, weil das natürlich viele Chancen für Mecklenburg-Vorpommern zerstört. Denn ich glaube nicht daran, dass die SPD ihre Politik jetzt wirklich umsetzt, die sie versprochen hat. Sie hat vor 5 Jahren schon mal ganz viel versprochen und ist in den letzten 5 Jahren nicht umgesetzt. Und ich fürchte, es wird jetzt so weitergehen. Wir werden uns am Wochenende jetzt auf dem Landesparteitag aufstellen, um die Oppositionsführerschaft auch anzunehmen in den kommenden 5 Jahren in Mecklenburg-Vorpommern. Und das werden wir ganz toll machen. Und ich habe noch mehr Spaß gehabt diese Woche aus einem ganz schönen Grunde. Ich habe nämlich wieder eine Besuchergruppe da gehabt. Und zwar dieses Mal Bundespolizisten aus Rostock und weitere. Und mit denen sind wir heute dann zum Beispiel auch im Bundesministerium des Innern gewesen und haben dort ein sehr, sehr interessantes Gespräch mit dem Staatssekretär, der für die Bundespolizei zuständig ist, geführt. Und das war eine ganz tolle Sache. Mit denen fahren wir nachher gleich wieder zurück nach Hause, nach Rostock, im Regionalexpress. Und da fällt mir wieder ein, Herr Grube, Sie sind ja Bahnchef, Sie können doch was entscheiden. Ich möchte bitte mehr schöne, schnelle Züge für Mecklenburg-Vorpommern. Ich frage nächste Woche mal, ob Sie es hingekriegt haben. Bis dahin eine schöne Woche.